Einen Tag vor Heiligabend wird es draußen richtig ungemütlich mit Sturmtiefs, die uns Dauerregen und auch viel Wind eben bis hin zu Sturm bringen, vor allen Dingen im Westen und im Süden Deutschlands. Die Großwetterlage sieht so aus, dass wir die Sturmtiefs draußen auf dem Atlantik haben. Auf breiter Front kommt die feuchte und sehr milde Luft zu uns. Da haben wir natürlich mit Winterwetter überhaupt nichts zu tun. Es fühlt sich an wie mitten im Herbst. Wenn wir mal die Niederschlagssummen aufsummieren, da in 24 Stunden kommen teilweise um die 50 Liter auf den Quadratmeter zusammen auf der Westseite des Schwarzwalds und teilweise noch mehr im Allgäu. Dort werden die Wolken richtig gehend ausgequetscht. Und am Vormittag, da ist ein Regengebiet schon unterwegs in Bayern. Das zieht allmählich Richtung Osten weiter. Ein zweites kommt dann ziemlich schnell hinterher. Im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg schüttet es dann kräftig. Wie gesagt, vor allen Dingen in den Weststaulagen des Schwarzwalds. Bitte Obacht auf den Straßen, Aquaplangefahr und allmählich auch Überflutungsgefahr. Bisschen stabiler im Norden und im Osten. Weniger Wind, weniger Nässe, da tröpft es nur ein bisschen vor sich hin. Zum Teil haben wir dichten Nebel und ein bisschen Sonnenschein in Richtung Nordsee. Am Nachmittag an der Elbe und nordöstlich davon am längsten trocken, sonst alles trüb und teilweise richtig triefend nass mit Aquaplaningefahr und wie gesagt dann auch allmählich Überflutungsgefahr. Bäche und Flüsse werden anschwellen. Wir haben große Temperaturunterschiede zwischen lauen 17 Grad am südlichen Oberrhein und noch verhältnismäßig kühlen 5 Grad auf Rügen. Der Wind hier aus Nordwest, ansonsten fast alles aus Südwest, wird immer heftiger. Im Südwesten, da kommen Sturmböen dazu, vor allen Dingen auf den Mittelgebirgsgipfeln in der gesamten Südwesthälfte.